Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 mit Real Madrid. Das Derby in Madrid, ja, es ist mal wieder Zeit für das absolute Tauschspiel Real Madrid gegen Atletico Madrid. Die Neuauflage vom letztjährigen Champions League Finale steht an. Und wenn wir ganz kurz auf die Tabelle schauen, da sehen wir schon, Real ist momentan souveräner Tabellenführer und Atletico ist momentan nur auf Platz 10, aber ja, es wird auf jeden Fall ein extrem schweres Spiel werden, weil Atletico Madrid ist ein Wahnsinnsteam und wir spielen auch noch im Vicente Calderon, heißt glaube ich das Stadion von Atletico. So, wir spielen im schwarzen Trikot, Atletico im Heimtrikot, Tornos haben wir, Barcelona gegen Athletic Bilbao im Parallelspiel. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ja, ihr seht, die haben einmal komplett umbauen müssen. Sogar heute ist sogar Ronaldo nicht mit dabei. Liegt daran, dass beim nächsten Mal das Spiel gegen die FC Barcelona ansteht. Und da müssen wir auf jeden Fall unbedingt gewinnen. Und deswegen muss ich heute die ganzen Stars mal einigermaßen schonen. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt geht's los. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Los geht's. Und damit herzlich willkommen im Estadio Vicente Calderon hier in Madrid. Zum Madrid-Derby. Ja, es ist mal wieder soweit. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Wer sichert sich die Vorherrschaft in Madrid? Das ist heute die Frage. Hier sehen wir schon die Tabelle. Real Madrid in dieser Saison sehr souverän auf Tabellenplatz Nummer 1. Und hier sehen wir auch eine wunderschöne Choreografie von den Fans bei Atletico Madrid. Ja, Atletico Madrid, sehr, sehr starkes Team normalerweise. Leider sind sie in FIFA nicht so stark gemacht worden, aber in Wirklichkeit ist es wirklich ein sehr starkes Team. Diese Begegnung gab es ja ebenfalls auch in der frühen Phase der Hinrunde. Da ging es, das Hinspiel ging sozusagen im Santiago Bernabeu mit 1:1 aus. Also da konnte sich Atletico Madrid einen Punkt erkämpfen. Und hier sehen wir jetzt auch die Aufstellung von Atletico Madrid. Vorne Zerzi, Mandzukic ist mit dabei, Paul Pogba. Überraschenderweise bei Atletico Madrid und hinten Miranda neben Hernandez in der Innenverteidigung. Ja, Real Madrid heute mit einer absolut veränderten Aufstellung, weil das nächste Spiel gegen Barcelona, das muss gewonnen werden, sonst sind sie raus im spanischen Pokal. Und hier sehen wir jetzt die Aufstellung. Ja, beide Rodriguez sind mit dabei, Jesse Rodriguez und James Rodriguez. Beide sind mit dabei, auch Ilha Ramani spielt heute. Und auf der anderen Seite sehen wir ihn, Paul Pogba, und es ist eine Wahnsinnsstimmung hier im Stadion Vicente Calderon. Ja, es wird wirklich ein spannendes Spiel werden. Kann hier Real Madrid weithin den nächsten Sieg einfahren oder schafft es Atletico Madrid, die Königlinie hier zu stoppen? Ja, im letztjährigen Champions League Finale, da ist ja Real Madrid erfolgreich gewesen in Lissabon. Und dafür steht natürlich nur Rache aus von Atletico Madrid und mal schauen, ob sie das heute schaffen. Hier haben wir Eden Hazard gesehen. Er spielt heute für Cristiano Ronaldo, weil der kann einfach momentan nicht. Er ist so verletzt, der ist nicht verletzt, aber der ist so kaputt momentan. So, jetzt kann es losgehen. Der 21. Spieltag in der spanischen Liga kann jetzt losgehen. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Das Topspiel steht an. Das Madrid-Derby, es ist jetzt angepfiffen und Atletico Madrid kommt schon mit großen Schritten über Mandzukic. Weiter geht's zu Pogba. Pogba stark gemacht von Rodriguez, aber unfair in Mitteln und deswegen Freistoß jetzt. Der erste Freistoß für Atletico Madrid. Den Ball schnappt sich Paul Pogba. Mal schauen, ob der vielleicht direkt drauf zimmern will. Die Schusstechnik hätte er natürlich. Das sind locker 30 Meter, würde ich auf den ersten Blick jetzt sagen. Schiedsrichter rückt die Mauer nochmal und Paul Pogba, es sieht so aus, als würde der es direkt versuchen wollen. Gegen Iker Casillas. So, jetzt Freistoß für Atletico Madrid. Ball kommt tatsächlich direkt aufs Tor, er war gar nicht so verkehrt. Iker Casillas bleibt sogar stehen. Hat sich darauf verlassen, dass der Ball am Tor vorbeigeht und das tut er auch. Wurde nicht abgefälscht von der Mauer. Der war gar nicht so knapp, also wenn der aufs Tor geht, dann wird es auf jeden Fall richtig gefährlich für Iker Casillas. Aber so, Abstoß für Real Madrid. Jetzt Marcelo, weiter geht's zu Jesse Rodriguez. Der sieht Eden Hazard, der kommt aber nicht ran. Jetzt Juan Fran, weiter geht's zu Gabi. Gabi, stark gemacht von James Rodriguez. Jetzt Rodriguez, wohin mit dabei? Sieht erstmal auf der linken Seite Eden Hazard. Er hat eine wichtige Rolle als Ronaldo. Das hat jetzt Eden Hazard immer noch bei Eden Hazard. Hazard im Strafraum. Hazard! Und was für ein gefährlicher Torabschluss! Moya hätte keine Chance gehabt, wenn er aufs Tor geht, aber ich glaube, Miranda war noch dazwischen. Ja, der war, glaube ich, noch abgefälscht, sonst wäre er wahrscheinlich noch gefährlicher gekommen. Aber Miranda kann den Ball abfälschen, damit gibt es den ersten Eckball im Spiel für Real Madrid. Und er kommt auch von Eden Hazard. Hazard mit dem Eckball, oh, da stehen ein paar ganz gut und der Kopfball kommt und dann ein bisschen
Moya mit glitschigen Händen, möchte man sagen. Kann den Ball nicht festhalten. Und jetzt, oh, das war kein Foulspiel, doch, das war ein Foulspiel an Karim Benzema und deswegen Freistoß jetzt für Real Madrid, der soll schnell ausgeführt werden. Gelingt auch jetzt Hazard nochmal, Eden Hazard! Ah, Ball wird wieder abgefälscht und diesmal Moya sicher im Tor von Atletico Madrid und es bleibt nach 10 Minuten immer noch beim 0:0. Aber Real Madrid ist schon mit den ersten zwei guten Chancen, kommen hier auf jeden Fall besser ins Spiel rein. Aber jetzt kommt erstmal Atletico über Gabi. Weiter geht's zu Ansaldi. Ansaldi. Kommt Arbeloa dazwischen. Jetzt ist der Ball schön zurückgespielt zu Gabi. Gabi und dann schafft es Illa Ramendi zurück an den Ball und jetzt Marcelo. Marcelo, komplette linke Seite ist frei. Jetzt kommt Paul Pogba mal dazu. Kann aber Marcelo nicht stoppen. Jetzt Marcelo mal auf den Weg nach vorne. Wird nicht angegriffen. Der latscht einfach ganz gemütlich durch. Schlägt jetzt einen wunderschönen Ball auf Gareth Bale. Und der macht ihn nicht rein. Nächste große Chance für Madrid. Für Real Madrid. Und Gareth Bale bringt den Ball nicht ins Tor rein. Große Chance, die nächste für die Königlichen. Viertelstunde ist hier gespielt. Und so langsam liegt das 1:0 in der Luft. Moya muss da nicht eingreifen, weil der Ball am Tor vorbeigeht und jetzt Abstoß für Atletico Madrid. Jetzt Mandzukic. Weiter geht's zu Garcia. Das ist Garcia. Sie wollen durch die Mitte kommen über Mandzukic. Jetzt weiter geht's zu Zerzi. Zerzi hat heute den Vorrang bekommen vor Griezmann. Oh, jetzt guter Ball auf Mandzukic, aber Sergio Ramos setzt sich da souverän ein gegen Mandzukic und jetzt kommt Jesse Rodriguez. Weiter geht zu Eden Hazard. Hazard auf dem linken Flügel. Macht er stark. Hazard zu Karim Benzema. War nicht im Abseits. Die Hände von den Gegenspielern gehen zwar hoch, aber Benzema war nicht im Abseits, aber wird sowieso vom Ball getrennt. Und erstmal die Chance für Real Madrid zunichte gemacht. Jetzt Atletico über Mandzukic. Mario Mandzukic. Ah, von Laporte souverän gestört. Und jetzt gibt es Freistoß für Atletico Madrid. Und jetzt sehen wir das nächste Spiel für Atletico Madrid geht gegen Athletic Bilbao. Auch im spanischen Pokal, genauso wie wir. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, wer dann ins Finale einziehen wird. Vielleicht ziehen ja wir ins Finale ein, wieder gegen Atletico Madrid. Wäre natürlich ein spannendes Ding. Und jetzt holt hier Gareth Bale, das meine ich. Gareth Bale gegen Gabi im Laufduell. Gareth Bale. Und der zieht an und der zieht richtig schnell an. Gareth Bale, immer noch mal. Bale zieht jetzt die Mitte. Gareth Bale mit der Riesenchance für Madrid. Gareth Bale. Und er trifft nur das Außennetz. Gareth Bale. Große Chance hier für Madrid. Aber erwischt den Ball nicht richtig. Man sieht es, er schlägt ein bisschen vorbei. Hat ihn nicht optimal erwischt und deswegen nur Abstoß für Moya im Tor von Atletico Madrid. Und hier sehen wir es, Hernandez hat sich verletzt. Der watschelt auch gerade rechts unten aus dem Spielfeld raus. Natürlich jetzt bitter für Atletico. Es ist momentan nur zu 10. Und deswegen gibt es ja uns ein bisschen Platz für Real Madrid zum Kombinieren. Über Hazard. Schön gespielt zu Benzema. Benzema zu Gareth Bale. Und dann geht er vorbei. Dann geht er vorbei. Gareth Bale. Schade, schade. Das war eine gute Chance. Aber er kommt nicht so weit. Jetzt James Rodriguez. Liegt zu. Sorry, bin gerade ein bisschen orientiert, weil jetzt ist eigentlich Jesse Rodriguez am Ball. Aber unten wird mir James Rodriguez angezeigt. So, Ball geht in die Mitte, aber wird abgefangen. Und deswegen erstmal wieder Atletico Madrid im Befreiungsmodus. Jetzt Gabi. Weiter geht's zu Zerzi, der raus zu Koke. Okay, weiter geht's zu Ansaldi. Ansaldi wieder zu Koke. Okay, wird gestört und deswegen gibt es jetzt erstmal Einwurf. Ja, Einwurf für Atletico Madrid. Und hier sehen wir es, es geht nicht weiter für Lucas Hernandez. Jesus Gámez muss rein. Bitterer Ausfall für Atletico Madrid. Und jetzt kommt Jesus Gámez auf den Platz und es gibt Einwurf für Atletico Madrid. So, gut gespielt. Jetzt Gabi am Ball. Gabi, Ramos dazwischen. Ball geht ins Aus. Jawohl, Ball ist im Aus. Es gibt jetzt den ersten Eckball für Atletico Madrid. Hier sind wir Gareth Bale. Er hat zwei richtig große Chancen. Leider nicht reingemacht. Einmal die hier. Aus Spitzenwinkel hat er es versucht. Ball ging nicht rein und deswegen, jetzt gibt es auch Eckball als nächstes. Für die Heimmannschaft von Atletico. So, Ecke fliegt schwach in den 16er. Ganz, ganz schwach. Holt sich Laporte den Ball. Weiter geht's zu Benzema. Benzema kommt aber nicht ran. Jetzt Gabi. Da geht's zu Paul Pogba. Pogba zu Mandzukic. Pogba will mit dem Distanzschuss für Gefahr sorgen. Schafft es nicht und Real befreit sich spielerisch. Jetzt Illa Ramani. Sieht Karim Benzema. Benzema bekommt den Ball. Jetzt Karim Benzema gegen Gámez. Der kam gerade frisch aufs Feld und dann stört ja auch der Benzema ziemlich robust, aber im Fernbereich. Wenn er dann den Ball nicht erwischt, dann ist das eine pure rote Karte, weil so wie der neigesenzt ist,
muss er froh sein, dass er den Ball erwischt hat. So, Marcelo, ich kann erstmal den Angriff von Atletico stoppen, aber es gibt Einwurf für Atletico. Aber Marcelo, wunderschön, wie er sich den Ball holt. Und jetzt Hazard. Hazard, erstmal zurück zu Jesse Rodriguez. Weiter geht's zu Eden Hazard. Hazard will in die Mitte, Eden Hazard. Hazard spielt erstmal zu James Rodriguez. Rodriguez mit einem hohen Ball auf Benzema. Benzema und Moya ist dran. Schön gespielt von James Rodriguez, aber Moya ist dran. Guter Kopfball von Benzema. Aber auf den Hintermann bei Atletico Madrid ist bis dato Verlass. Jetzt Eckball für Real Madrid. Kommt von James Rodriguez. Fliegt in die Mitte rein, kommt gefährlich. Da ist Ramani mit vorne. Aber Atletico schafft es, sich zu befreien und jetzt vielleicht den Konter zu fahren. Über Zerzi. Zerzi. Marcelo war mit vorne, deswegen ist die linke Seite bei Real Madrid momentan ein bisschen frei. Aber das ist nichts, das ist nur ein Fehlpass. Und jetzt kommt Real Madrid rüber. Jetzt hier Rodriguez. Schön gespielt zu Gareth Bale. Nächste Chance für Gareth Bale. Der war nichts. Wieder spitzer Winkel. Wieder versucht Gareth Bale. Und wieder geht er vorbei. Wollt es einfach wissen, aber der geht dann deutlich am Tor vorbei. Und es bleibt hier weiterhin beim 0:0. So langsam sollte hier mal ein Team ein Tor machen. Dann haben die Fans auch was zum Feiern. So, 42. Minute läuft und jetzt gibt es Abstoß für Moya im Tor von Atletico Madrid. Fliegt weit in die Hälfte rein und jetzt Garcia. Garcia, Doppelpass. Zerzi jetzt am Ball. Zerzi, weiter geht's zu Gabi. Gabi dreht sich, sieht auf dem linken Flügel Koke. Jetzt Koke gegen Arbeloa. Macht Koke gut, weiter geht's zu Zerzi. Ramos ist vorbei. Flanke kommt nicht schlecht. Chance jetzt. Und dann ist. Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und es ist Ilramendi, der was das Foulspiel begeht gegen Mandzukic. Oh, nimmt die da Wolle mit. Ja, das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Und Mario Mandzukic übernimmt diese Verhandlung. Schöne Lichteffekte übrigens. Und jetzt Mandzukic gegen Iker Casillas. Er hat schon mal einen in der Saison gehalten. Mal schauen, ob er den auch hält. Mandzukic. Bei Bayern kein Elfmeter geschossen. Und wir wissen auch warum. Casillas bleibt locker stehen in der Mitte. Mandzukic spekuliert auf die Mitte. Und das hat nichts gebracht. Die Konterschosse, aber Arbeloa kommt nicht ran. Und sofort wieder Atletico am Drücker. Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft immer noch. Koke. Weiter geht's zu Gabi. Gabi wieder zu Koke. Der zurück zu Ansaldi. Flanke zu, soll in die Mitte kommen. Kommt auch jetzt, aber wird geblockt und Iker Casillas kommt da nicht mehr ran. Deswegen gibt es nochmal Eckball für Atletico Madrid. Hier sehen wir die Glanzparade von Moya gegen Karim Benzema. Aber Mandzukic, was war das für ein lascher Elfmeter, den er dann geschossen hat. Direkt auf Casillas. Und jetzt gibt es Eckball, kommt gefährlich rein und James Rodriguez hier zur Stelle. Und jetzt ist auch Halbzeit hier im Vicente Calderon in Atletico Madrid. Und somit steht es zur Halbzeit zwischen Atletico Madrid und Real Madrid 0:0. Die Chancen waren auf beiden Seiten da. Atletico natürlich mit der größten Chance durch den Elfmeter, aber Mandzukic hat da die Nerven verloren. Ja, schönes Stadion, was Sie im Vicente Calderon sehen. Und hier sehen wir Gareth Bale. Hat 2-3 richtig gute Chancen, leider verschossen. Hier das andere Spiel, Barcelona legt zurück gegen Atletico Bilbao, auch ein bisschen überraschend für mich. So, wir wechseln auch jetzt aus und zwar, natürlich muss auf die Fitness schauen. So, Benzema da raus, Ronaldo rein, außerdem Eden Hazard raus und Marco Reus rein. Und wen brauche ich sonst noch? James Rodriguez ist noch relativ fit, Bale ist nicht mehr so fit, aber ich habe jetzt leider Sterling nicht mit dabei. So, werden wir auf jeden Fall schauen, auf jeden Fall die ersten zwei Wechsel bei Madrid. Eden Hazard und Karim Benzema raus und dafür jetzt Marco Reus und Cristiano Ronaldo rein. Und jetzt geht's weiter, Anstoß für Madrid, zweite Halbzeit geht los. Es steht immer noch 0:0 zwischen Real Madrid und Atletico Madrid hier im Vicente Calderon. Aber jetzt ist Ronaldo auf dem Platz und das gibt natürlich schon mal der ganzen Sache einen anderen Touch. Das ist natürlich jetzt noch gefährlicher und Marcelo holt sich den Ball, Marcelo und dann verliert ihn und es gibt sogar Einwurf für Atletico Madrid. Habe jetzt auf den ersten Blick anders gesehen, aber Schiedsrichter hat so entschieden. So, jetzt ist mein Einwurf, geht zurück zu Gámez. Gámez, da kommt Ronaldo dazwischen, aber schafft es nicht, den Ball zu holen. Jetzt Garcia. Atletico kämpft. Weiter geht's zu Mandzukic. Weiter geht's zu Zerzi. Zerzi sucht eine Anspielstation, findet jetzt auf der rechten Seite Garcia. Jetzt Garcia und dann ein Fehlpass, da kommt Jesse Rodriguez ganz locker dazwischen
Und jetzt die nächste Chance hier für Real Madrid. Und dann wurde Ronaldo mal brutal von den Beinen geholt. Schiedsrichter lässt er weiterlaufen. War ein faires Foulspiel, aber das ist schon eine harte Gangart, was hier Atletico Madrid gegen Ronaldo anfährt. So, jetzt Atletico am Ball. Die suchen jetzt die Lücke im Real Madrid-Verbund. Natürlich, Real wartet auf Konter mit Bale, Ronaldo und Reus. Schnelle Spieler vorne jetzt im bei Real. Und jetzt gibt es hier die Chance und dann trifft er nicht den Ball. Gabi mit der Riesenchance für Atletico Madrid. Und jetzt könnte es vielleicht einen Konter geben. Jetzt startet vorne Cristiano Ronaldo. Marc Reus auf deiner Seite, aber Ronaldo springt über den grätschenden Spieler drüber. Jetzt Ronaldo. Ganz drüben ist, da kommt einer, da kommt James Rodriguez. Komplett frei zum Kopfball. Und Moya mit der Wahnsinnsparade. Das war Weltklasse, wie er diesen Ball hält. Moya hält Atletico Madrid das 0:0 fest. Wahnsinn, dass den James Rodriguez nicht reinmacht. Ist halt nicht der größte Kopfballspieler, aber den hätte er ruhig reinmachen können. So, schöner Seitenwechsel jetzt bei Atletico Madrid. Koke ist am Ball, wird gestört. Der Ball geht ins Aus. Einwurf für Real Madrid. Und hier sehen wir es ja das nächste Mal. Da gibt es das Topspiel Real Madrid gegen den FC Barcelona. Da geht es um den Finaleinzug. Und hier sehen wir es, Ilkay Gündogan kommt, Paul Pogba muss raus. Ja, überraschenderweise ist Ilkay Gündogan zu Atletico Madrid gegangen. Also die FIFA-Logik verstehe ich echt ab und zu gar nichts. So allein, dass da Cristiano Ronaldo weg wollte von Madrid. Im besten Willen, das wird in Wirklichkeit wahrscheinlich nie im Leben vorkommen. So, schön gemacht hier von Koke, holt sich von Arbeloa den Ball. Jetzt Arbeloa. Ja, da geht zu Gabi. Stunde ist hier gespielt im Vicente Calderon. Steht immer noch 0:0 zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. Jetzt guter Ball, aber dann wird auf Abseits entschieden. Das Fendi ist oben. Koke soll im Abseits gewesen sein und deswegen Freistoß jetzt für die Gäste, für Real Madrid. Und mal drauf schauen, ob es die richtige Entscheidung war. Ja, knapp, ja. Ich würde sagen, der in der Mitte hat es aufgehoben. Für mich war das eine Fehlentscheidung. Für mich hat es der wirklich in der Mitte aufgehoben, aber Schiedsrichter hat so entschieden. Deswegen ist Freistoß für Madrid. Jetzt Ronaldo, weiter geht's zu Il Ramendi. So, jetzt Ronaldo. Ronaldo ist vielleicht mal auf dem Weg zum Tor. Cristiano, Ronaldo versucht! Und der Ball geht übers Tor drüber. Ronaldo mit einem Distanzschuss versucht, aber der Ball geht übers Tor drüber. Und war der noch abgefälscht? Ja, der war noch abgefälscht. Sonst wäre es vielleicht noch gefährlich geworden, der Schuss. Aber nächster Eckball für Madrid. Für Real Madrid. So, jetzt kommt Antoine Griezmann für Raul Garcia. Noch ein bisschen Offensive jetzt bei Atletico Madrid. Die merken, vielleicht geht er hier was in Richtung Sieg. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch das nächste, letzte Mal auch schon aus. Und zwar, ja gut, James Rodriguez wird da nicht im Finale spielen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich für Bale bringen sollte. Deswegen Gareth Bale, nee, da muss ich James Rodriguez rausnehmen für ihn Isco. So, Isco jetzt nochmal für James Rodriguez, bevor der Eckball ausgeführt wird. Und die letzten 25 Minuten beginnen jetzt. Real Madrid gegen Atletico Madrid immer noch 0:0. Natürlich, das ist ein brisantes Ergebnis. Und jetzt kommt der Schmeißkuh ins Spiel rein. James Rodriguez eine ganz große Chance gehabt in der zweiten Halbzeit mit diesem Kopfball. Komplett freistehend vor Moya, aber Moya überragend reagiert und gehalten. So, jetzt Eckball für Madrid, für Real Madrid über Marco Reus. Reus fliegt in die Mitte rein. Da ist Gareth Bale mit vorne. Bale und Moya im Zurückgehen. Kann er den festhalten? Moya mit der nächsten Wahnsinnsparade gegen die Real Madrid-Stürmer. Wahnsinn. Der hält momentan wirklich dieses 0:0 fest. Aber im Real kommt schon wieder. Wieder über Gareth Bale. Bale zieht die Mitte. Gareth Bale. Nächste Chance. Bale. Wir kommen wieder in den Ball, nicht im Tor. Aber nächste Eckball Madrid. Schön gemacht. Gareth Bale. Aber wieder nicht gut platziert. Nächste Ecke für Madrid. Wieder über Marco Reus. Reus sucht einen Mitspieler. Wo sind sie denn alle? Jetzt kommen sie mal ein bisschen näher. Und da kommt jetzt hier Rodriguez, aber der kommt nicht hin. Jetzt Arbeloa zu Marcelo. Marcelo, da geht zu Il Ramendi mit dem Distanzschuss. Probiert es einfach mal. Trifft aber leider nur das Gestänge des Tores und deswegen keine Chance auf einen Erfolg. Il Ramendi. Und es bleibt hier weiter beim 0:0. Ronaldo, heute bis jetzt erfolglos bis zu diesem Zeitpunkt. 20 Minuten sind allerdings hier noch zu spielen. Also es bleibt auf jeden Fall hier richtig spannend. Weiter Abschlag von Moya, landet auch direkt beim eigenen Mitspiel. Jetzt Gündogan, weiter geht's zu Zerzi. Zerzi, oder legt sich Laporte einfach mal in den Weg.
Jetzt Mandzukic. Real Madrid ist ein bisschen lapprig momentan hinten. Jetzt Griezmann, Antoine Griezmann. Weiter geht's zu Ansaldi. Ansaldi, weiter zurück zu Griezmann. Griezmann, da geht Arbeloa dazwischen. Es gibt Einwurf für Atletico Madrid. Schnell ausgeführt, aber Real ist dazwischen über Isco. Isco jetzt mit dem Ball zu Gareth Bale. Bale hat jetzt ein bisschen Platz auf seiner Seite. Jetzt Gareth Bale. In der Mitte geht Ronaldo mit Gareth Bale. Ist vorbei an Miranda. Miranda ist vorbei. Und jetzt Gareth Bale. Kommt schon Bale. Und dann dauert es zu lange mit der Flanke. Und dann ist Atletico Madrid wieder dazwischen. Aber Einwurf jetzt für Real. Jetzt Isco. Isco, weiter geht's zu Illeramendi. Oh, und der, was für ein Fehlpass hier von Illeramendi. Und jetzt Mandzukic am Ball. Das Spiel spitzt sich zu. Die letzten 15 Minuten haben begonnen. Es steht immer noch 0:0 im Madrid-Derby. Kam auch schon lange nicht mehr vor, dass es im Madrid-Derby torlos so lange stand. Und jetzt Griezmann. Antoine Griezmann. Jetzt Rodriguez stellt sich da in den Weg. Und dann kommt der Ball. Und dann wird Laporte von dem Eingold. Spiel läuft weiter. Spiel läuft weiter. Und jetzt immer noch Atletico am Ball über Gabi. Gabi zu Mario Mandzukic. Zurück zu Gabi. Atletico sucht die Lücke. Sie suchen und suchen und suchen, aber da ist schon mal keine. Und da wird klar, ganz klares Foulspiel an Sergio Ramos. Und jetzt schnell ausgeführter Freistoß von Madrid. Jetzt Marco Reus. Reus. Aber Atletico, die defensiven sich jetzt hinten rein. Die wollen diesen einen Punkt mitnehmen. Jetzt Reus. Oh, souverän gestoppt hier von der Abwehr bei Atletico Madrid. Und Atletico, sie kämpfen. Sie kämpfen hier um diesen einen Punkt. Es wäre ein großer Erfolg für Atletico, wenn sie hier den Punkt mitnehmen würden. Und jetzt Griezmann am Ball. Antoine Griezmann. Isco stört souverän. Jetzt Isco. Isco aus der Distanz probiert das, aber wieder ist der Verteidiger dazwischen. Und jetzt kommt wieder Atletico Madrid über Mario Mandzukic. Wieder Real dazwischen. Also es schaut so aus, als würden Atletico Madrid die Kräfte ausgehen. Real scheint noch mal ein paar mehr Kräfte Vorrede zu haben, aber das nutzt auch hier nichts. Marco Reus, Missverständnis mit Marcelo. Einwurf für Atletico Madrid. 5 Minuten sind hier noch zu spielen. 5 Minuten. Schafft hier irgendeiner den Lucky Punch? Oh, da wäre Ronaldo fast dazwischen gekommen. Und Real Madrid, die drücken hier nochmal. Die drücken nochmal auf den Ball. Jawohl, jetzt da. Komm, jetzt Rodriguez schafft es nicht, ihn zu holen. Und jetzt Gündogan. Gündogan zu Gabi. Atletico Madrid nur noch. Die wollen den Punkt haben. Man merkt es ihnen an. Aber Real will die 3 Punkte. Jetzt Laporte. Weiter geht's zu Jesse Rodriguez. Jesse Rodriguez. Jetzt zu Ronaldo. Ronaldo vorbei am Gegenspieler. Ronaldo immer noch am Ball. Auf die Seite zu Bale. Bale zurück zu Ronaldo. Ronaldo im Strafraum von Cristiano Ronaldo. Und Moya ist dazwischen. Wahnsinnsparade. Und jetzt Kopfball von Marco Reus. Verliert allerdings das Kopfball gegen Mario Mandzukic, was glaube ich. Und jetzt nächster Ballgewinn für Real Madrid. Und jetzt gibt es Einwurf für Atletico. Das habe ich anders gesehen. Aber es gibt Einwurf für Atletico. Und die Sekunden laufen Real Madrid hier davon. Ist hier noch was drin für Real? Sind die 3 Punkte noch drin? Atletico hält den Ball. Sie halten den Ball und Real holt ihn sich. Über Marco Reus. Und das Spiel ist aus. Ne, es ist nicht aus. Was, da war ein Foulspiel. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, jetzt erstmal nur ein Freistoß für Atletico Madrid. Aber ich weiß nicht, ob es noch eine Chance geben wird für Real. Freistoß fliegt nach vorne rein. Und das Spiel ist jetzt aus. Jetzt ist das Spiel aus. Ein enttäuschendes Spiel für beide Mannschaften. Vielleicht für Atletico weniger. Real Madrid kassiert das 3. Unentschieden dieser Saison. Und Atletico Madrid, ja, die werden den Punkt auf jeden Fall ein bisschen mehr feiern als Real. Schade, schade. Ein torloses Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften gab es schon lange nicht mehr. Die Chancen waren da, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen schwerer mit den Chancen. Aber Atletico Madrid zum Schluss wirklich nur noch auf dieses 0:0 gespielt. Da ging nach vorne nichts mehr. Ja, somit haben wir leider nur ein Unentschieden erreicht. Aber wie viel Ball bis jetzt Atletico hat. Wahnsinn. Ja, zum Schluss haben sie gesagt, viel den Ball gehalten. So, hier sind wir, die Noten nicht überragend heute. Wirklich nicht überragend. So, und Barcelona auch nur unentschieden gegen Athletic Bilbao. Sie haben unseren Patzer nicht ausgenutzt. So, wir haben ein paar Nachrichten und zwar Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Barcelona. Wir wollen natürlich den FC Barcelona ein bisschen verunsichern. So, Raheem Sterling. Jetzt komm, Sterling, du darfst oft spielen. Okay, Toni Kroos, gut, der darf beim nächsten Mal wieder spielen, weil ich brauche den unbedingt für Barcelona, topfit Toni Kroos. Und ja, jetzt geht's los
Hier sehen wir die anderen Spiele. Also besser gesagt, dass Atletico 3:0 gegen Athletic Bilbao gewonnen hat. Ja, beim nächsten Mal geht es um alles oder nichts. Da geht es ums Finale im spanischen Cup. Ich hoffe, dass wir da gewinnen können. Ein 0:0 würde uns natürlich auch reichen, aber es wird auf jeden Fall ein richtiger Knaller werden im Pokal. Dann sei danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der Entscheidung, ob es ins Finale geht. Bis dahin und ciao.